Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video hier bei Mehr Geschäft und diesmal zum ziemlich spannenden Video. Ehrlich gesagt sind es sogar drei Videos, denn das ist Teil 1 von einer dreiteiligen Serie zum Thema ein perfekter VSL, also ein Video Sales Letter. Ich habe Lust darüber zu sprechen, also let's go! Wunderbar, also das hier ist Video Nummer 1 von insgesamt 3 Stück zum Thema VSL. Denn ein VSL, erst einmal, was ist überhaupt ein VSL? Ein VSL sind diese Videos, kennst du vielleicht, bei denen nur ein Satz oder vielleicht doch 2, 3 Sätze auf einer weißen Folie, so auf so einer weißen PowerPoint-Folie abgebildet sind. Und die fliegt so, die läuft so automatisch durch und eine Stimme spricht, was du geschrieben auf der Seite, auf der Folie vor dir siehst. Und das Ganze als Video könnte man auch so ein bisschen als betreutes Lesen bezeichnen. Und bei dem VSL ist es so ein bisschen wie bei der Bildzeitung. Ja? Bei der Bildzeitung, das ist ja phänomenal, kein Mensch liest die Bildzeitung, trotzdem ist sie mit 40 Millionen Exemplaren Europas stärkste, auflagenstärkste Tageszeitschrift. Und genauso ist es bei einem VSL. Ein VSL, wenn du da mit Leuten drüber sprichst, werden die Leute sagen, ja, also höre ich zumindest ganz oft, ja, ein VSL, oh, das ist ja furchtbar. Wer zieht denn sich sowas rein? Wer bleibt denn da 10 Minuten oder 15 Minuten oder noch länger sitzen? Wer kauft denn da? Da würde ich ja nie drauf reinfallen. Fakt ist, ein Video Sales Letter ist, wenn du über die Kraft einer Sales Page sprichst, aus meiner Sicht das stärkste Mittel, was du überhaupt haben kannst. Denn lass uns das nochmal vor Augen führen. Ja? Dein Zuschauer, dein potenzieller Kunde sitzt am Monitor und es wird diese Präsentation abgespielt. Und bei der Präsentation siehst du ein weißes Chart, da steht ein Satz drauf. Eine Stimme liest das vor und liest vor und liest vor. Was ist der große Vorteil? In der Verkaufspsychologie gibt es einen großen Killer. Und dieser Killer heißt Ablenkung. Und wenn du darüber nachdenkst, dann ist bei solch einem Video-Sales-Letter natürlich null Ablenkung, sondern wenn du es richtig machst, kannst du damit tatsächlich deinen Zuschauer in so eine Art Trance-Zustand versetzen, der eben mit wenigen bis gar keinen Ablenkungen deine Zuschauer von Startpunkt des VSLs bis zum Ende auf eine Verkaufsreise mitnimmt, sodass am Ende möglichst viele kaufen. Und das ist etwas sehr, sehr Gutes. Denn ein VSL sollte auch nicht vorgespult werden können. Also musst du so einstellen, dass dein Zuschauer das nicht vorspulen kann. Es gibt auch welche, die kann man nicht mal pausieren. Funktioniert auch sehr, sehr gut. Es muss wirklich nur eine ganz simple Seite sein, eine Headline und dann der VSL. Und im richtigen Zeitpunkt muss der Jetzt-Bestellen-Button unter dem Video erscheinen. So. Und wenn du dich schon oft die Frage gestellt hast, so ein VSL, soll ich das auch mal probieren? Dann will ich dir in diesem Video und in den 2 folgenden, also in insgesamt 3 Videos, die aus meiner Sicht beste Formel an die Hand geben, die für VSLs sehr, 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 sehr gut funktioniert. Das Erste, was wir aber machen müssen, ist, ich möchte noch mal kurz die 3 Phasen aufrufen, das habe ich in einem anderen Video auch schon mal getan, die du kennen musst, um deinen potenziellen Kunden auf den Elfmeterpunkt zu legen, sodass am Ende möglichst viele kaufen. Denn in einem richtigen Verkaufsprozess, nochmal, müsstest du idealerweise 3 Phasen durchlaufen. Die erste Phase, habe ich schon oft drüber gesprochen, ist die Phase der Emotion. Was machen wir in der Emotionsphase? Da kommunizieren wir Benefits. Einfach nur Nutzen, Nutzen, Nutzen kommunizieren. Das ist sozusagen die erste Phase. Mit dieser Phase beginnt auch ein VSL. Mit dieser Phase sollte auch deine Salespage starten. Nach der Emotionsphase kommt die Ratio-Phase. Bei Ratio appellieren wir an die Logik im Kopf unseres potenziellen Kunden. Wenn wir also hier an die Emotionen gehen, gehen wir hier an die Logik und liefern logische Argumente, warum unser Angebot, unser Produkt, unsere Dienstleistung dem potenziellen Kunden hilft, sein Ziel zu erreichen oder sein Problem zu lösen. Um die 2 Sachen kann es immer nur gehen. Das ist also Phase 2. Wenn diese Phase 2 abgehandelt ist, dann kommt die letzte Phase und die nennen wir Verknappung. Denn wir Menschen ticken ja so, das, was wir nicht haben können, wollen wir am stärksten haben. Der Ferrari, der am stärksten und am schnellsten ausverkauft wird oder ist, ist der, der einfach auf wenige Stücke limitiert ist.
und den du dir auch im Vorfeld nicht angucken kannst, sondern du musst ein Ferrari einfach mal 1,5 Millionen Euro überweisen, wenn sie denn überhaupt dich in den edlen Kreis der Käufer reinlassen. Ne? Also so Club-Charakter. Du kommst ja nicht rein. Ne? Also dieses wirklich Verknappen. Was du nicht haben kannst, willst du haben. So, das sind die drei Phasen. Und diese drei Phasen, und das ist das Spannende, diese drei Phasen verteilst du in einem VSL auf insgesamt 12 Punkte. 12 Punkte und es ist eine dreiteilige Videoserie. 12 durch 3 sind 4. Das heißt, ich habe mir vorgenommen, dir pro Video jeweils 4 der 12 Punkte zu nennen. So dass du nach Video 3 alle 12 Punkte beisammen hast, in der richtigen Reihenfolge und daraufhin ziemlich coole VSLs schreiben können wirst. Ist das ein Deal? Na klar, ist das ein Deal. Also, die 12 Punkte gucken wir uns jetzt mal an und ich werde dir hinterher sagen, wie diese 12 Punkte sozusagen von Phase zu Phase gehen. Ne? Und am Ende dann ja, möglichst viele deiner Zuschauer zu kaufenden Kunden machen. Das ist das Versprechen. Also, lass mal loslegen. Die erste Phase oder der erste Punkt in deinem VSL ist, bitteschön, und das ist auch auf dem ersten Chart zu sehen, deine Headline. Die Headline. Diese Headline sollte idealerweise ein paar Dinge tun. Sie sollte Interesse wecken, ja, starkes Interesse wecken. Sie sollte einen Nutzen kommunizieren. Sie sollte idealerweise die Zielgruppe adressieren, also an alle Mütter, Doppelpunkt, oder Ärzte aufgepasst oder Unternehmer herhören, ne? Zielgruppe adressieren und CTA, also Call to Action, zur Handlung animieren. Eine Handlung muss, oder anders, eine Handlung kann auch eine indirekte Handlungsaufforderung sein. So, ne? Wie sie in 3 Schritten ihre Strandfigur erreichen. Jetzt mal sehr platt, ich weiß, sehr, sehr platt, aber ist da eine direkte Handlungsaufforderung drin? Nein, aber eine indirekte. Auch das habe ich in anderen Videos von mir schon mal erklärt, nämlich wie sie XYZ erreichen. Und das impliziert ja, Tag, Zuschauer, wie du das erreichst, erfährst du, wenn du weiterguckst. Okay, das ist also sozusagen eine indirekte Handlungsaufforderung, guck jetzt weiter. Das heißt also, diese Headline, ja, würde ich dir empfehlen, auf mindestens natürlich mal einem Chart zu packen. Du kannst aber auch eine Headline machen und vielleicht 2 Sub-Headlines. Das heißt, du könntest das hier so auf 1 bis 3 Charts, wenn wir jetzt hier in PowerPoint-Strukturen denken, kannst du das abbilden. So, wenn du das getan hast, kommt Phase 2 oder der zweite Punkt von insgesamt 12 und der lautet, adressiere das Problem. Adressiere das Problem. Warum machen wir das? Bitte nochmal zurück von dem, was ich vorhin gesagt habe. Wir sind in Phase 1 von 3. Das ist die Emotionsphase. Eine Headline ist hochgradig emotional. Nutzen, Interesse wecken etc. Das Problem, den Engpass, den dein potenzieller Kunde hat, der ist auch emotional. Und den gilt es jetzt emotional zu adressieren. Bei uns beim Geschäft zum Beispiel habe ich mal in einem VSL zum Thema, zu unserem Conversion Master Course, habe ich bei Adressiere das Problem den Satz benutzt, der Grund, warum du heute noch weniger Online-Umsatz machst, als du könntest und warum du immer noch nicht profitabel bist, liegt schlicht und ergreifend an deinen schlechten Conversions. Und du weißt doch selber, wie es ist. Du hast eine neue Seite ins Leben gerufen, du schaltest AdWords drauf, du gibst wieder ein paar hundert Euro aus in der Hoffnung, dass sich Leute eintragen, dass die Seite konvertiert und stellst nach 1-2 Tagen oder auch schon schneller fest, es hat wieder nicht geklappt und du hast wieder nur Geld verbrannt. So, ne? Das, was ich da mache, ist, ich adressiere das Problem. Das heißt, ich mache meinen potenziellen Kunden klar, in was für einem Problem sie oder er gerade ist. Mit einem Ziel. Mit einem Ziel. Wir wollen, dass der Kunde, ich schreibe das mal in blau dahinter, innerlich nickt. Wir wollen, dass er vom Rechner sitzt und sagt, kenne ich.
So nach dem Motto. Der muss sagen, ja stimmt, die versteht mich. Oh, ja stimmt, der versteht mich. Der weiß genau, wie es mir geht. Im Abnehmbereich genau das Gleiche. Ne? Jetzt ist es wieder soweit. In wenigen Monaten steht der Sommerurlaub vor der Tür. Du überlegst dir jetzt schon, was du wohl am Strand oder am Pool anziehst, um deine Problemstellen zu kaschieren. Wenn du alleine vor dem Spiegel stehst, dann denkst du einfach nur, Mist, wo soll das noch hinführen? Und wie kannst du endlich diese hässlichen Fettpolster an deinem Bauch loswerden? So, du weißt, was ich meine, ja? Adressiere das Problem. Beschreibe den Problemzustand, in dem dein potenzieller Kunde sich befindet. Wenn du den nicht kennst, dann bitte Video ausmachen, hinsetzen, weißes Blatt Papier nehmen und überlegen und aufschreiben, was für einen Problemzustand hat mein potenzieller Kunde? Was für Herausforderungen hat die Person? Und da bitte auch immer den Grund hinter dem Grund adressieren. Den hässlichen Grund. Ja? Der hässliche Grund, warum jemand sagt, der übergewichtig ist, ich brauche irgendwie einen neuen Badeanzug oder ich brauche irgendwie eine längere Badehose. Der schöne Grund ist, die ist nicht mehr modern. Die trägt man nicht mehr so. Der hässliche Grund ist, Alter, in meiner alten sehe ich einfach kacke aus. Das ist der hässliche Grund, aber den sagt keiner. Also du musst den hässlichen Grund adressieren und herausfinden, okay? Und hiermit, ja, nochmal erreichst du es, dass der Zuschauer vor der Kamera sagt, stimmt, die hat mich echt verstanden. Ja? Jetzt ist immer die Frage, die ich geschickt kriege, ja gut, aber wie viele Charts sollen das sein? Ne? Auf wie vielen Charts kann ich denn das beschreiben? Wie du magst. Aber ich glaube, das sind so vielleicht 4 bis vielleicht 10 Charts, auf denen du das hier beschreiben kannst. Die Problemsituation. Jetzt kommt das Dritte. Und das ist ganz, ganz wichtig. Das ist etwas, was viele vernachlässigen und nicht beachten, weil sie sagen, fällt doch eh keiner drauf ein. Doch. Und zwar ist das Verknappung. Verknappung installieren. Verknappung installieren. Was meine ich damit? Naja, hast du schon mal solch ein VSL gesehen und dann kam der Satz, aber bitte, bevor ich dir zeige, wie du es schaffst, stelle sicher, dass du die Präsentation jetzt unbedingt bis zum Ende ansiehst, denn ich kann nicht garantieren, dass sie noch lange hier online zu sehen ist. Ja? Hast du das schon gesehen? Bestimmt. Was hast du da gedacht? Du hast bestimmt gedacht, was labert der für einen Scheiß? Ja, aber diese Verknappung sorgt dafür, dass mehr Menschen deinen VSL bis zum Ende sehen. Und die Gesetzmäßigkeit ist ganz einfach. Je mehr Menschen deinen VSL bis zum Ende sehen, desto mehr Menschen werden kaufen. Desto mehr Umsatz machst du, desto mehr Geld verdienst du, desto eher erreichst du dein Ziel. Also, willst du das? Ja. Deshalb nutze bitte die Verknappung und schreibe tatsächlich auf vielleicht 2 bis 4 Charts, mehr darf das nicht sein, warum der Zuschauer jetzt unbedingt das Video bis zum Ende ansehen sollte und eben nicht sagt, pausieren, ich gucke mir es morgen an, übermorgen oder nächste Woche, sondern genau jetzt. Da können die Gründe vielfältig sein. In der Abnehmindustrie haben wir mal geschrieben, denn wir wissen nicht, wie lange wir dieses Video noch an oder hier online lassen können, denn wir werden von den großen Abnehmen oder von den großen Lebensmittelkonzernen werden wir verfolgt, weil die nicht wollen, dass wir diese Wahrheiten hier ausplaudern. Also man kann da auch so ein Feindbild kreieren und sagen, die sind hinter uns her, also mehr oder weniger, ja, ohne da jetzt irgendwelche mafiösen Stories zu erzählen und sagen, deshalb weißt du schlichtweg nicht, ob nicht vielleicht dir verboten wird, dieses Video online zu stellen und deshalb es schon in Kürze nicht mehr online ist. Du kannst aber auch sagen, denn dieses hier biete ich meinen Kunden nur für kurze Zeit an. Deshalb stelle unbedingt sicher, dass du es jetzt bis zum Ende ansiehst, denn morgen kann es schon zu spät sein. Du lügst ja nicht, du sagst ja nicht, morgen ist es zu spät, du sagst, morgen kann es schon zu spät sein. Deshalb nutze bitte die Verknappung und sage, aus welchem Grund auch immer, warum es der Fall sein könnte, dass dieses Video nicht lange online ist. Ja? Das ist so hier die Aussage. Achtung, das ganze Ding ist nicht lange online. So, ja? Und das kommunizierst du bitte auf 2 bis 4 Charts, nicht mehr. Punkt 4. Hier greifen wir im Prinzip Punkt 2 auf und das Verschlimmern taucht nochmal tief ein,
Verschlimmern das Problem. Verschlimmern das Problem. Denn nochmal, wir wollen, dass unserem Zuschauer klar wird, dass sie oder er tatsächlich einen echten Engpass hat, ein echtes Problem. Deshalb gehen wir hier nochmal in das Problem rein. Das ist wie wenn du so ein Messer nimmst und nochmal zack in die Wunde und das richtig schön, ja, rumwühlen. Dass es halt nochmal richtig wehtut. Damit emotionalisieren wir und wühlen sozusagen ja, den Emotionszustand auf. Und bitte glaubt nicht, dass es irgendwie Quatsch ist. Nein, 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 es funktioniert wirklich. Ne? Also wir gehen einfach nochmal in das Problem rein. Ne? Einfach im Prinzip hier nochmal weiter Punkte aufgreifen und ausbauen. Das Problem weiter ausbauen und das Ganze vielleicht auch nochmal auf circa 4 bis 10 Charts. Ich glaube nicht, dass ich da noch tiefer einsteigen muss, denn du weißt selber, was für ein Problem, was für ein Engpass, was für Ängste deine Zielgruppe hat auf dem Weg, das Problem zu lösen oder auf dem Weg, das Ziel zu erreichen. Und diese gilt es hier nochmal zu adressieren, vielleicht auf 4 bis 10 Charts. So, das waren die ersten 4 Punkte von insgesamt 12. Ja, Punkte 1 bis 4 von 12. Wir sind hier bislang noch immer, wenn ich das mal kurz zurückblättere, noch immer in der Emotion, in der Emotionsphase, haben hochgradige Emotionen jetzt gesetzt, dadurch, dass wir das Problem adressiert haben etc. und gehen jetzt langsam in die Benefit-Kommunikation. Die Benefit-Kommunikation kommt aber ab Punkt 5. Und was du und wie das geht, wie das funktioniert, siehst du natürlich im nächsten Video. Das ist doch der Sinn. Ja? Der Sinn einer dreiteiligen Videoserie heißt, hier ist Teil 1 jetzt vorbei und wie das weitergeht, siehst du in Teil 2. Und deshalb würde ich Folgendes vorschlagen. Du gibst dem Video einen Daumen hoch und hinterlässt mir vielleicht auch deinen Kommentar unten. Und bitte, bitte teile das Video. Teile es mit so vielen Menschen, wie du kennst. Denn, wie gesagt, das waren jetzt erst die ersten 4 von insgesamt 12 Punkten. Und wenn du alle 12 Punkte beisammen hast, verspreche ich dir, kannst du VSLs schreiben, die echt gut konvertieren und mit denen du sehr, sehr viel Umsatz machen wirst. Und eine allerletzte Information noch, der perfekte VSL dauert ungefähr, 12 bis 24 Minuten. Ja, das kann also tatsächlich so lange dauern. Bitte nicht kürzer und bitte auch nicht unbedingt viel länger. Das ist so die Idealzeit. Aber genau, wie das komplett funktioniert, die nächsten Punkte erfährst du im nächsten Video. Deshalb Daumen hoch, stell mir deine Kommentare hier unten, teil das Video. Danke, dass du zugeschaut hast. Wir sehen uns in Teil 2. Alles Gute, dein Pascal.